Willkommen zu diesem Video. Es ist soweit, ich habe mir eine Drohne gekauft. Und zwar die DJI Mini 2. Eigentlich wollte ich die DJI Mini 3 Pro, aber da die sehr schlechte Lieferzeit gehabt hat und der Preis auch um einiges mehr war, habe ich mich für die Mini 2 entschieden. Dafür habe ich bei der die Fly More Combo genommen, bei der zusätzlich zwei Akkus sind, dann ein Ladegerät, das per USB-C drei Akkus laden kann und eine Tasche. Die Drohne ist natürlich bei der Austria Control angemeldet. Das hat jetzt ein paar Tage gedauert, aber ist erledigt und jetzt kann es losgehen. Zusätzlich habe ich mir auch noch so kleine ND-Filter gekauft, ja, wenn man das sieht. Damit man bei so hellem Licht wie jetzt den Shutter Speed so weit runterdrehen kann, dass man schön einen Motion Blur hat. Da hat es eine Fliege erwischt. So, der erste Akku ist jetzt leer, aber ja, wenn ich mehrere. Das werde ich jetzt gleich im Auto anstecken, damit der gleich wieder aufgeladen wird. Bis jetzt ist schon immer wieder ein bisschen Nervenkitzel, so die Drohne fliegen lassen. Als nächstes will ich jetzt probieren, dass ich die Drohne aus der Hand starte und lande. Da werde ich in ein paar Wochen auf Urlaub fahren und da haben wir so ein kleines Schlauchboot und von da würde ich gern fliegen, aber da ist natürlich kein Platz zum Landen und deswegen wäre das cool, wenn ich das aus der Hand schaffe. Als erstes muss man die Rotoren zum Laufen bringen und dafür muss man die zwei Hebel nach innen und unten drücken. Und alright, das funktioniert. Und beim Landen muss ich irgendwie die Hand flach halten, dann den Landevorgang einleiten und dann muss ich jetzt genau auf meiner Hand landen. Wie gesagt, werden wir bald in Urlaub fahren nach Kroatien mit einem kleinen Motorboot. Lasst gerne ein Like da und abonniert meinen Kanal. Dann verpasst es auf keinen Fall. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao.